das wären ja diese 3000 IQ-Moves, die Max macht, die macht Max einfach nicht. Vor allen Dingen hast du am Anfang an direkt auf Max gefeuert und dann bist du auf Rolle gefeuert. Ja, ich sag dir ehrlich, aber Max ist nicht so clever, das ist halt das Ding. Ey, Crimex, das war die beste Alibi-Geschichte in der Geschichte von Among Us. Ohne Witz. Alright, Leute, willkommen zurück zu Among Us. Schöne Grüße von Leuten, die mittagsaktiv. Ich hoffe, ihr seid schon wach und ich laufe hier gegen den Rad. Haut ein Like rein, wenn ihr schon wach seid und wenn ihr zu Hause seid. Und würde mich auch vor allen Dingen freuen, wenn ihr auch andere Spiele supportet und anguckt. Und wenn ihr Bock habt auf Among Us, wir hatten eine richtig, richtig nice Aufnahme mit Standard-Skill, iCrimex, Lea, Oleg, Timid. Viele coole YouTuber da waren dabei. Viele, viele hitzige Debatten, wo jeder und einfach jeden verdächtig hat. Wenn ihr natürlich weiterhin mit den Leuten sehen wollt, gerne auch Abo-Button und Glocke reinhauen, wenn ihr euch das Video irgendwo vorgeschlagen wurde. Aber auch, würde mich freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen mitfiebert und mal guckt, beziehungsweise in die Kommentare die Stelle schreibt und euren Verdacht, wer ist gerade eigentlich sus, also verdächtig. Ne, wer ist verdächtig, dass ihr da so ein bisschen mitratet? Dann gucke ich mir mal die Kommentare durch. Ansonsten erstmal schauen wir mal in die Runde rein. So, Timid ist leidenschaftlicher Streamer und YouTuber. Sagt hallo. Hallo, Timid. Hallo, Timid. Hallo, Timid. Mein Problem. Genau. Ich hoffe, ich bin jetzt mal kein Imposter. Ja, Lea ist das. Ne, du. Lea ist das. Direkt schon Stan sus. Ah ja, Leute, und nicht vergessen, nach Among Us bauen wir die Grafikkarte ein, ne? Dann müssen wir wechseln auf Handy-Stream. Dann gibt's einen wunderschönen Grafikkarten-Montage-Stream. Von daher, heute wieder mal richtig Programm. Oh. Ah, Lea, das ist natürlich ein bisschen blöd. Das ist die Anschrift von Lea, ne? Alter, Double Kill. Oleg, ich bin mir ziemlich sicher, Oleg und Lea. Also, es sind am Anfang Oleg, Lea, Stani und Ami runtergelaufen nach rechts. Und zwei davon sind jetzt tot. Und Lea ist es auf jeden Fall, die ging gerade von der rechts. Aber du bist doch auch nach rechts gelaufen. Du bist doch auch nach rechts gelaufen. Ja, aber ich stand bei Weapons und habe diese Asteroidenaufgabe gemacht. Und diesmal wirklich. Und Lea, Oleg, Ami und Standard-Skill sind nach rechts gelaufen. Ja, Lea, was hast du für deine Verteidigung zu sagen? Ich habe dich nicht gesehen. Also, Standard-Skill habe ich auch nicht gesehen. Ich habe Oleg gesehen, das ist richtig. Amir habe ich auch gesehen und ich war auch in Navigation. Aber ich bin sicherlich nicht von einer Leiche weggegangen. Also ich habe keine Ahnung, was du da gesehen hast. Aber Double Kill sieht schon nach Lea aus. Double Kill sieht nach Lea aus. Schneller Kill ist Lea sus, sag ich immer. Sorry, ist Double Kill in Navigation oder wo? Ich habe nur eine Leiche gesehen, die war, wenn man in den Kameras ist, dann sieht man da, das ist auch vor Navigation. Ich weiß, Roxy, aber ganz sicherlich nicht. Welche hast du denn gefunden? Wo genau war die? Die von Standard Skill, die war bei dem Gang vor Navigation und Lea ist gerade in Navigation reingegangen. Ich bin nicht reingegangen, ich war drin. Also für den Kill an Stani kann ich auf jeden Fall Also sagen wir mal so, wir können es einschränken auf Flair. 15 Sekunden Navigation, ich habe da keinen gesehen. Okay, also alle waren auf der rechten Seite. Das heißt, wir können es auf die drei einschränken. Lea, Aboxi und Oleg. Richtig? Ja. Richtig, genau. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja, sind denn überhaupt alle leicht? Und ich finde, Lea ist auf jeden Fall ein bisschen sus, aber ich brauche noch ein bisschen Beweise. Ein bisschen sus. Und Oleg redet auch mir zu viel, ey. Also warum reden die denn zu viel? Ich rede das Oleg, erste Mal, Mann. Ich rede Oleg, das erste Mal. Du atmest aus. Die erste Runde das ist schon sus genug, würde ich sagen. Lea hat schwer ausgeatmet. Was meint ihr, Leute? Lea ist sus? Weiß ich nicht. Also es müssen die drei sein. Aboxi, Lea oder... Ja, okay, die ist gerade vorbeigelaufen. Hi, ich habe eine Leiche gefunden. Hallo. Hi. Und hast du auch jemanden gesehen, oder? Oder warum sagst du hi? Wer war denn vorhin in Reactor fixen? Wer war das denn? Alpha und ich. Nur ihr beiden? Nur wir beide. Wer ist denn ich? Sorry. Evoxy. Okay. Ich war nicht Mad Bay, holy shit! Wann hast du die Mad Bay gesehen? Nein, ich kann nicht zu 100% sagen, dass sie Mad Bay war. Sie kam von links oben aus der Cafeteria. Das sieht ja gleich aus, ey. Ja, dann müsste ihr ja von Upper Engine gekommen sein. Also tut mir leid, aber sie hat ja keiner gesehen. Hart für dich. Also für mich ist es quasi Aboxi und Timid. Also Lea und Stan, oder was? Oder Tim, ich gehe auf Boxy gehe ich jetzt einfach, aber ja, ich denke nicht, ich denke nicht, dass das war. Ich gehe auf Oleg. Alter.
Danach kann ich sagen, ich hab's euch gesagt. Oleg redet zu wenig gerade. Vorhin hat er zu viel, jetzt hat er zu wenig geredet. Warum redest du so viel? Es muss... Lea ist sass. Ja, es ist Lea, 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 es ist Lea! Oh Mann, ey. Lea, wieder Lea ist nicht gewendet. Es war so klar, dass das Lea ist. Ey, aber ich verstehe nicht, warum hört ihr nicht auf der Boxy, weil das hat gar keinen Sinn gemacht. Das hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja? Lea hat ja, gegen so Sinn gemacht. Und ich hab's euch gesagt, Lea ist sass, Mann. Ich rieche sie. Ja, aber Mann, keiner wollte ja mit mir voten, hallo? Wartet mal kurz, ich möchte wirklich, ich war wirklich nicht Mad Bay. Also das war, und ich habe ihn auch wirklich nicht elektrisch gekillt. Aber ich hab dich trotzdem gerochen. Da war das Time-Lock auf jeden Fall. Ja, aber das ganz am Anfang, das war schon ein bisschen kritisch, als wir da diesen Double-Kill gehabt haben. Schon sehr ja, cool. Oh, ich denk mir so, fuck. Ja, der Double-Kill wurde hinten drin, oder? Ach du Scheiße, was passiert? Ja, ich weiß, und der hat mich dann noch gesehen. Ich denk mir, nein, hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Hoffentlich ist die Reichweite nicht so toll. Aber Double-Kill wurde ja nicht gesehen, hat er Glück gehabt. Ja, aber Max, auch gespielt, Max wird auch machen. Aber ich meine, wir haben es ja am Anfang schon auf 3 reduziert, ja. Und dann geht ja auf der Box, ja, obwohl der Box ja wegen, Ja, aber mich hat niemand... Ja, ready, let's go. Und ich hab vor allen Dingen am Anfang der Runde gesagt, Lea ist das. Es stimmt immer, gut. Es stimmt immer. Ja, es ist einfach Polizei. Lea ist das. Let's go. Let's go, Leute. Jetzt safe Imposter, ja? Hier sind's, Leute. So. Also, Timid, was war denn das gerade gewesen, Digga? Ja, was war denn das gerade gewesen? Entweder. Sag mal, wo das erstmal war. Sag mal, also erstmal ganz kurz, ja. Ja, ich kann gerne dazu. Ich war gerade bei Weapons und habe diese Meteoritenaufgabe gemacht. Ja. Dann gerade am Ende, als ich so diesen letzten Meteorit weggeschossen habe, ist Timid von unten von Navigation gerade an mir vorbeigelaufen Richtung Cafeteria. Ich fang an loszulaufen. Auf einmal läuft er mir hinterher, so einen auf, ich will dich gleich abstechen. Und dann sehe ich da die Leiche von Aboxy vor Navigation liegen, wo gerade Timid auch hergekommen ist. Also für mich ganz klare Sache. Okay, okay. Also ich kann kurz meinen Würdegang erklären. Ich war Weapons, hab die Aufgabe gemacht, dann habe ich also Crimex, Stan, glaube ich, ist dann weggelandet nach links. Genau. Also ihr habt erstmal Weapons gemacht, dann habe ich euch alleine gelassen, weil das Licht ausgegangen ist, hab meine Karte durchgeswiped und Admin. Stopp, ich will mal kurz, sorry, wie lang war eigentlich das Licht ausgewiesen, Timid? Boah, 5 Sekunden oder so, das war richtig schnell. Ja, doch, nee, also entweder, warte mal, entweder du hattest Aboxy gekillt, weil, guck mal, ich sag jetzt 2 Theorien und in beidem Fall musst du einer der Mörder sein. Entweder du bist an ihm vorbeigelaufen und hast ihn aber nicht gemeldet, oder du hast ihn einfach abgestochen so. Aber ihr seid doch beide runtergerannt und Timid reportet nicht, oder wie? Aber ich bin ja gar nicht an euch vorbei jetzt im Weapons. Ich bin ja wieder zurück links. Also ich denke, Digga, du kommst doch von Navigation und direkt an dieser Kreuzung musst du bei Navigation reingeklagt, diese Leiche. Ich bin aber nicht aber Timid, du bist doch an mir vorbeigelaufen, Licht und Navigation. Stan kann sogar bestätigen, dass ich euch eingelaufen bin. Timid stinkt so nach Mörder. Stan könnte eigentlich beweisen, dass ich von Cafeteria wieder in Weapons reingelaufen bin. Nee, du bist nach Weapons reingelaufen, ja, und danach reportet genau, genau. Crimex ist. Genau, siehst du? Und Leute, ich bin nicht von Navigation gekommen, by the way. Das ist ein ganz klares Ding, vertraut mir bitte. Ey, das rote, dann wäre das... So. Tschüss, ja, ich war's nicht, Freunde. Ist klar, Digga, ist klar. Oh, let's go. iCrimex, ich liebe dich. iCrimex, das war die beste Alibi-Geschichte in der Geschichte von Among Us. Ohne Witz. Das war die beste Alibi-Geschichte von Among Us, die wir je hatten. Besser kann's nicht sein, ne? Es hätte so gegen mich verwendet werden können, dass ich da rausgelaufen wäre. So, aber ich sehe keine Sau bisher. Ich sehe keine Sau. Wenn jetzt Oleg hier wäre... Na, ich mach mal Alibi. Ich mach mal Alibi, ne? Wo ist Oleg? Wo ist Oleg? Ich wende lieber.
Ich wende lieber. Mach mal Zoom. Mach mal zu, sodass keiner die Leiche entdecken kann. Oh, das könnte eine gute Runde werden, Leute. Lol. Uff. Oha. Alter, was? Ich hab grad Evoxy im Elektrikraum gefunden. Ich habe keine Ahnung, ich war davor bei Admin Room gewesen. Oh, das muss doch auf jeden Fall zugefallen sein. Leute, gefunden, oder? Das Ding ist, Timmit kann ja nicht der Mörder gewesen sein, gerade so ein Double-Kill passiert oder nicht? Also erstmal ganz kurz um aber ist nein, Digga, help, aber warum ist jetzt? Es muss doch ein Double-Kill passiert sein. Muss. Ja, Max raus mit dir. Warte mal, eine Sache ganz kurz. Ich möchte mal meine Story kurz erzählen. Ich war gerade bei Admin gewesen und ich habe, glaube ich, 20 Mal diese Karte da durchschieben müssen, bis das endlich mal funktioniert hat. Da warst auch du gewesen, Stani, gerade. Also ich war wirklich die ganze Zeit gerade diese gesamte zweite Runde war ich in Admin Room gewesen, bin gerade weitergelaufen. Zu ja, Electrical, Bro, hab da die Leiche aber wie willst du das erklären, dass du Timmit rausgeworfen hast, obwohl das er nicht gewesen ist? Digga, das war für mich so ein Deutsch, weil er mir hinten... Ja, ey, okay, ich verstehe, dass das der einzige Punkt ist, der mich vielleicht ein bisschen verdächtig macht. Warum ich Timmit rausgeworfen habe, ist, weil er mir hinterhergelaufen ist. Komplett sinnlos. Er hat die Richtung gewechselt, ist ja, mir hinterhergelaufen und ist an einer Leiche vorbeigelaufen. Das war, keine Ahnung, das war für mich eigentlich so ein 100%iges Ding. Kann Sani vielleicht gekillt haben? Ah, lol. Nein, ich muss aber ehrlich sagen, ich muss aber ehrlicherweise gestehen, ey, Digga. Die Kameras waren, glaube ich, schon länger an. Also wir müssen jemanden voten. Wenn wir jetzt nicht voten, dann ist es vorbei, glaube ich. Also ich sag dir ganz ehrlich, auch im Zweifel, dass er die Runde eventuell verliert, ich muss eigentlich Max wählen, weil der hat Timmit rausgevotet. Ja, das ist so das Einzige, was ich jetzt auch habe. Aber wer ist der Zweite? Ja, vielleicht. Ich glaube nicht, dass es Max ist. Nee, ich glaube auch nicht, dass es Max ist. Ich sag dir ehrlich, ich glaube auch nicht. Ey, es ist so krass, ich finde keiner verdächtig. Jungs, ich Oleg, Digga, von mir Oleg, aus. Sorry, Oleg. Dann Oleg, komm Oleg raus. Nee, was hab ich denn damit zu tun? Nur weil ich also entweder macht Max hier gerade seine dumme Taktik und fährt damit. Richtig gut, aber ich glaube, Max ist einfach nicht so. Warte mal, warum hat ein Haystan gerade mich gewotet? Weil das mir für mich gerade ein bisschen schlüssig war, dass du gegen Timmit so gefeuert hast. Scheiße, wir hätten nur noch einen einzigen killen können. Müssen, ne? Wir hätten nur noch einen einzigen killen müssen. Okay, Oleg macht die Lichter, aber ich kann noch niemanden killen. Ich kann noch niemanden killen für die Lichter. Bringt mir also nix. Ich hoffe, Navigation ist einer. Ne, keiner. Keiner. Scheiße. Ob ich das alleine jetzt hinkriege? Okay, ich hab gedacht, entweder hat Max jetzt Stani getötet oder Stani hätte Max getötet. Also Stani vertraue ich zu 100%, der hat mich ein paar Mal wegklippt. Also weißt du, warum ich Max auch vertraue, Armin? Weil der hat wirklich sehr, sehr lange an der Kartenaufgabe gestanden. Ja, deswegen. Und das macht halt kein Imposter, weißt du, der weiß ganz genau, Kartenaufgabe ist mal nur kurz dran, bam, bam, bam. Ich glaube auch, ich weiß es nicht. Also Max, warum standest du gerade so AFK vor Electrical rum? Das habe ich gerade ein bisschen Schutz gemacht, aber ich glaube... Als Licht ausgegangen ist, bin ich direkt zu Licht gelaufen und Max war so links um die Ecke vom Elektriker eingegangen, einfach am Stehen. Das lag aber daran, weil ich wollte gucken, ob Haystan mich verfolgt, habe ich hinter der Ecke gewartet, weil er stand da im Storage und ich wollte gucken, ob er mir hinterher. Ja, weil ich den Müll rausgebracht habe. Ja, nee, ist ja okay. Du bist mir nicht hinterhergelaufen. Ich meine nur, ich habe hinter der Ecke gewartet, weil ich schauen wollte, ob er mir hinterher. Ja, läuft. Aber hinter der Ecke warten wir eigentlich rechts im Electrical, oder was? Wenn er rechts im Electrical. Nein, außerhalb. Ich wollte nur gucken, ob er mit diesem Gang hinterherläuft. Ich finde halt, Stan ist halt der Einzige, der gerade nicht auf Oleg gegangen ist, obwohl wir einfach random so Oleg gewählt haben. Ja, warum habt ihr das ist das, was ich nicht verstanden habe. Warum seid ihr euer random auf Oleg gegangen? Weil ich Max kenne und Max macht einfach nicht so eine. Das wären ja diese 3000 IQ-Move, die Max macht. Die macht Max einfach nicht. Vor allen Dingen hast du am Anfang an direkt auf Max gefeuert und dann bist du auf Oleg gegangen. Ich sag dir ehrlich, aber Max ist nicht so clever, das ist halt das Ding. Der würde nicht so einen Move machen. Wenn er jetzt wirklich diesen Move macht, dann lost. Also ich glaube, mittlerweile ist es Stan, weil er war halt der Einzige, der Oleg noch geschützt hat. So, und ich hab ihn gar nicht geschützt, ich hatte nur keine Beweise, ich hatte überhaupt null für gegen Oleg. Ja, weil für mich war es irgendwie Stan. Auch Oleg, weil er von Elektro... Ich sag Crimex, also der feuert ganz schön hier... Aber wie leben wir denn immer noch, Amir, wenn es Stan nicht ist? Oder leben wir denn noch? Ja, dann leben wir noch. Ja, dann leben wir noch. Nee, wir leben noch dann. Und dann wählen wir einfach Max, dann haben wir eh gewonnen.
Ja, easy. Ah, stark. Ja. Oh mein Gott. Stark. Ja, ich so ein scheiß Kolben-Glimpflich gestorben. Ich fand euren Wechsel von iCrimex auf Oleg so mega random. Ja, guck mal, ich sag dir ehrlich, ich weiß ja, wie Max spielt. Ich spiele mit Max schon sehr, sehr lange Among Us. Also ich hab echt gedacht, die gewinnen die Scheiße, ne? Ja, wir brauchten noch einen einzigen Kill. Ich hatte auch, der Cooldown war weg. Der Cooldown war weg, bis die Leiche gefunden wurde, ey.